Pedal, Kurbel, Schraube, Herz. Hallo, ich grüße dich zu einem weiteren fahrradrelevanten Video. Man könnte ja meinen, es geht hier um meine wunderhübschen, schönen Biene-Maja-Schuhe. Nein, geht es nicht. Es geht primär um das Pedersen, was du hier schon siehst, aber in Verbindung mit dem Eddie. Zum Eddie selbst muss man ja eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Das Antriebssystem ist bekannt. Es ist ein Reibrollenantrieb, der, naja, modular von Fahrrad sozusagen wechseln kann. Ne? Also der kann ja mitgenommen werden, der Motor. Ist also nicht wirklich fest mit dem Fahrrad integriert. Das macht das ganze System ja auch so spannend. Das heißt, man kann das normale Fahrrad verwenden und bei Bedarf elektrifizieren. Und hier drin sehe ich auch gerade die Vorteile für jemanden wie mich, der lieber Fahrrad fährt, anstatt mit dem Elektrozweirad rumkurft. So kann man mal das System nutzen, wenn man möchte. Und ich dachte mir, nachdem Eddie weg von den Kabeln gegangen ist und die Sensoren über Bluetooth dann angesprochen hat, dachte ich mir, okay, jetzt teste ich das selber mal. Und ja, hier kannst du jetzt mal so schön sehen, wie ich das installiert habe. Ich finde, es fällt nicht wirklich auf. Die Installation selbst ist okay. Also man sollte schon ein bisschen Ahnung haben und wie man das ganze Ding anbaut. Was mir nicht so gut gefällt, pass auf hier, ich zeige dir mal kurz was. Für mich ist das so ein bisschen so eine Mickey-Maus-Lösung. Um den Winkel richtig anzustellen, wird einem gesagt, ja, da muss man halt nochmal so ein bisschen gucken. Und da hast du ja eben gerade gesehen an dem Foto, da habe ich was untergelegt zwischen Rahmen und der Anbauplatte. Das geht eigentlich gar nicht. Ne? Also da müsste man eine Adapterlösung oder irgendwie sowas haben, dass man da als Nutzer so ein bisschen alleine gelassen wird und sich irgendwas auszudenken hat. Ich habe da halt jetzt für mich da erstmal sowas gefunden, werde aber da nochmal was Hübscheres machen. Aber naja gut, wie das ja immer so ist, Provisorien halten am längsten. Ne? Gut, wie habe ich also den Eddie am Pedersen genutzt? Ich fahre einfach am Tag 22 Kilometer. Das heißt, bei einer 5-Tage-Woche sind es um die 220 Kilometer. Im Monat sind es dann knappe 900 Kilometer. Ich habe den Eddie, ich sag mal, in zwei Phasen genutzt. Am Anfang habe ich strikt den Lenkerschalter nicht angefasst, sondern bin immer in der ersten Unterstützungsstufe mit 50 Watt gefahren. Einfach um wirklich mal zu gucken, wie ist das. Ich bin halt Fahrradfahrer, kein Pedelec-Fahrer. Ne, das muss man immer wieder dazu sagen. Und das war witzig, das war okay und es hat auch Spaß gemacht. Ohne Frage. Aber wie du hier auch siehst, ne, man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass wenn man in Berlin, wie ist es da? Ne? Die Fahrradwege sind alle unterirdisch. Das heißt, man muss immer mal wieder seinen Hintern heben, hört auf zu pedalieren, der Motor klackt raus, ne? Und dann fängt man wieder an und er knallt wieder rein. Das ist schon, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig. Irgendwann dann dachte ich mir, okay, wie nutze ich den denn so im Alltag? Und habe dann festgestellt, dieser Lenkerschalter, der ist für mich Gold wert. Ich habe wirklich den Antrieb dann auch nur noch dann genutzt, wenn es wie hier zum Beispiel zum Tafelberg halt hochgeht. Ne? Dann habe ich dann die 50 Watt reingemacht. Und das war toll. Also das Pedersen fährt so schnell und so leicht, dass ich eigentlich keinen Motor brauche. Ist vielleicht das falsche Fahrrad. Nein. Aber hier siehst du zum Beispiel, bin ich auf dem Weg zur Sternwarte hoch. Da schiebe ich dann, weil das ist wirklich, ich sag mal, knackig für so ein Pedersen. Das muss auch nicht sein. Außerdem war es da auch noch warm dann. Also, ich fahre da sonst regulär gar nicht lang. Die Reifen, oder sprich der Reifen hinten, also knappe 4 Monate. Das sind so bei mir 3000 Kilometer dann. Und da habe ich dann schon wirklich viel von der Lauffläche runtergenommen. Und zwar so, dass es mir dann nicht mehr sicher genug war. Wo man wirklich sagt, okay, nee, ich möchte auch gerne noch ankommen. Ja, gut, das ist halt,
Ich glaube, es ist der falsche Reifen dafür einfach. Der muss da schon wirklich gut arbeiten, selbst wenn das System wirklich top installiert ist. Und zum System selbst, hier siehst du, das ist ja auch irgendwo witzig. Egal in welche Richtung man pedaliert, die Sensoren erkennen eine Bewegung und der Motor arbeitet. Soll das nun so sein, soll das nicht so sein, ist es gut, ist es schlecht, ich weiß es nicht. Man gewöhnt sich dran und es ist in Ordnung, ne? Alles gut. Ob man den Eddy also nun durchgängig oder nur bei Bedarfen nutzt, völlig egal. Das System ist absolut vollwertig und kann beides ab. Ich habe damit sehr viel Spaß gehabt und zwar so viel, dass ich gerade nebenbei noch ein neues Projekt starte, um da mal mit dem neuen Antriebssystem auch einen Vergleich zu machen bei einem etwas anderen Fahrrad. Mal schauen. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ja, wir sehen uns wieder. Pedal, Kurbel, Schraube, Herz.